Herzlich willkommen zu einem etwas anderen Thema heute. Normalerweise beantworten wir alle eure Fragen zum Thema Sex. Als private Nachricht, als Videoantwort, im Facebook-Chat, im Livestream und so weiter. Also sind wir eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, etwas für euch zu tun. Das machen wir gerne, das ist gut so. Das ist alles wunderbar. Es hat aber noch einen Haken. Und dieser Haken ist im Prinzip, ja, im Moment noch YouTube. YouTube ist mit dem Thema Sex und dem Umgang damit ganz anders eingestellt als viele in Deutschland zumindest. Unsere Bitte an euch ist, uns zu unterstützen bei dem Versuch, mit YouTube Kontakt aufzunehmen. Diese Kontaktaufnahme ist dann, wenn man nicht jetzt 100.000 Aufrufe am Tag hat oder mehr, ist die Kontaktaufnahme in der Tat sehr schwierig. Das heißt, wir brauchen einen persönlichen Ansprechpartner bei YouTube. Mit diesem Ansprechpartner müssen wir genau besprechen können, was dürfen wir zeigen und was dürfen wir nicht zeigen auf der anderen Seite. Diesen Kontrast, also diese Gratwanderung, die müssen wir so finden, dass YouTube das zulässt, was wir tun. Im Moment ist es so, dass das Ganze immer auf der Kippe steht. Also es kann jeden Tag sein, dass eine E-Mail reinkommt, so heute das Video wurde altersbeschränkt, das wurde gelöscht, es gibt einen Strike und eventuell ist der Kanal morgen weg. Es gab schon zweimal die Situation mit einem Strike, genauer gesagt dreimal, aber der erste ist verjährt, der zweite läuft fast ab, der dritte ist wieder zurückgenommen worden, mit etwas Glück, sage ich mal. Aber im Endeffekt steht der Kanal jeden Tag auf der Kippe. Und das ist ein Scheißgefühl. Normalerweise macht alles hier total Spaß. Also das Ganze zu machen, ja, auch jetzt, das Ganze wird im Livestream übertragen, der Videodreh, alles ist wunderbar. Das macht total Bock, das zu machen. Und ich denke, das merkt man auch, dass da genug Herzblut drin steckt in dem Ganzen. Von vielen Zuschauern kommt immer wieder so, dass, ja, wenn wir mal irgendwas für dich tun können, danke für die Frage, ne, kriegen wir Antworten. Ja. Genau, jetzt ist eigentlich mal der Zeitpunkt, wo wir wirklich sagen, okay, wir brauchen eure Hilfe, denn ja, alleine schaffen wir es so vielleicht nicht und deswegen ist es einfach schön, dass ihr auch die Hilfe angeboten habt und wir die jetzt in Anspruch nehmen können vielleicht. Genau, also es kam immer wieder das Angebot, hey, danke für die Antwort, hat mir super weitergeholfen und wenn ich mal was machen kann, sag Bescheid. Das kam unzählige Male und immer, nee, ist alles schon gut, vielen Dank, machen wir so. Es gibt aber was, wir können da hinschreiben und das werden wir auch. Also es gibt Vorbereitung von einigen Briefen, die ich auch von anderen Leuten schon bekommen habe und auch von Statistiken zum Kanal und Informationen drumherum zu dem, was wir machen, was wir erreichen wollen. Das wollen wir da hinschicken, aber das wird nicht reichen, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil YouTube und Google, das ist ein Riesenunternehmen. Die haben tausende von Leuten, die da arbeiten und ein paar für YouTube und ein paar für das Thema Sex. Und da sitzen meist wahrscheinlich welche, die sagen, oh weg, nächstes. Wenn wir dir jetzt einen Brief hinschicken, liest den keiner. Oder den liest einer und der denkt, hä, was wollen die denn? Guckt sich das an, hm, komisch, Sex? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen zeigen, dass es nicht wir alleine sind, die vor der Kamera stehen und irgendwelche Zuschauer draußen, sondern dass ihr Interesse an dem Thema habt und dass ihr das auf YouTube sehen wollt. Wenn das und nur, wenn das der Fall ist, dass ihr uns auf Dauer hier sehen wollt und sicher sein wollt, dass der Kanal morgen und übermorgen noch da ist, dann brauchen wir diese Unterstützung. Weil sonst kann es wirklich sein und der Kanal ist weg. Dann habt ihr keine Möglichkeit mehr. Ich habe angefangen, ne, wir haben Facebook das Profil aufgemacht dafür, so als Ausweichmöglichkeit und sowas. Das soll es geben, aber hauptsächlich, um sicherzustellen, also andere Informationen wie Bilder und so zur Verfügung zu stellen, aber gleichzeitig zu gucken, dass wir wenigstens ein paar Leute informieren können, wenn der Kanal auf einmal verschwindet. Und das kann ja passieren. Sollte nicht, aber könnte. Ja, ja, deswegen sind wir jetzt auf euch auch angewiesen und bitten euch wirklich, dass ihr uns Briefe schreibt, die wir dann YouTube auch schicken können. Denn das ist einfach, macht einfach viel mehr her, als wenn wir jetzt eine Mail verfassen. Darauf wird YouTube wahrscheinlich nicht reagieren. Und wenn aber ganz viele zusammen etwas bewegen, dann denken wir schon, dass das auch Einfluss haben könnte. Ja. Ja, und deswegen schickt uns also Briefe und Kommentare. Genau, ihr könnt Kommentare unter das Video schreiben, wenn ihr sagt, nee, ein Brief ist mir zu lästig, aber ihr wisst, ein Brief ist was Besonderes. Wer schon mal einen Brief bekommen hat, der öffnet den und denkt sich, oh wow, das ist heutzutage noch mehr etwas Besonderes als früher, wo es keine E-Mails gab. Die gibt es heute, aber eine E-Mail ist weggeklickt und weg. Wenn man einen Brief nimmt und da ist die Überlegung zum Beispiel, dass ihr jetzt einfach, gut, ich kann nicht zeichnen, vielleicht kriegt ihr das schöner hin, man braucht ja kein riesen Bild malen, ups, jetzt sieht es aus wie ein Herz, wie auch immer. So. Einmal das Logo hier,
So, von 61 Minuten Sex auf einen Brief, irgendwo in die Ecke, dazu zwei, drei Zeilen, dazu oder auch zwei, drei Stichworte. Ich finde, 61 Minuten Sex ist auf YouTube gut oder soll da bleiben, weil, ja, vielleicht zwei, drei Sachen, was euch bewegt, warum ihr denkt, ja, hilft das Jugendlichen, genau. Oder, ja. Ja, was euch bewegt, schreibt das mit drauf, warum wollt ihr weiter 61 Minuten Sex sehen? Also, genau. Was ist euch daran so wichtig? Ja. Wenn es euch nicht wichtig ist, nicht wichtig genug, einen Brief zu schreiben, dann wird es wahrscheinlich irgendwann diesen Tag geben, wo der Kanal weg ist. Das ist nichts, was wir uns wünschen, aber es kann passieren. Wir können etwas dagegen tun. ACTA hat sich auch zumindest in einer Instanz schon mal verhindern lassen. Das ist eine ganz andere Baustelle jetzt, aber wir wollen versuchen, auch da etwas zu bewegen. Ihr müsst uns helfen, sonst wird das nicht klappen, bin ich mir sicher, sonst würde ich nicht hier stehen. Meine Adresse steht unter dem Video. Da könnt ihr das hinschicken, wenn ihr, wenn ihr möchtet, schreibt ihr einen Kommentar drauf oder ihr legt einfach so einen Rückumschlag mit eurer Adresse bei. Wenn möglich, wäre super, wenn der frankiert ist. Wer aber so einen netten Brief schreibt, muss den nicht unbedingt frankieren, also da würde ich die 55 Cent für euch übernehmen. Wenn jetzt 1000 Briefe kommen, tut mir einen Gefallen, packt eine Briefmarke für den Rückumschlag mit drauf. Dann kriegt ihr ein signiertes Kondom, schreibt noch vielleicht einen Zettel dazu, ob ihr eins von ihr signiert oder von mir oder von beiden signiert haben wollt. Das ist so ein kleines Entgegenkommen für die, die sagen, ja, macht weiter so. Ja. Ansonsten hoffen wir einfach, dass ihr von alleine natürlich den Ansporn habt, uns zu schreiben und dass wir einfach gemeinsam da was bewegen können. Das wäre wirklich super. Genau. Und normalerweise, ich mag diese Sache nicht, gebt diesem Video einen Daumen hoch. In diesem Fall sage ich das und meine das auch so. Ich fände es gut, wenn ihr dieses Video positiv bewertet. Das ist einfach mein Gefühl dazu, ist natürlich euch überlassen. Wie dem auch sei, ich denke, es ist eigentlich alles gesagt. Mhm. Ja, ihr merkt wahrscheinlich auch, dass uns das einfach total am Herzen liegt, dass wir das also jetzt auch in Form eines Videos machen, um diese Botschaft einfach zu vermitteln. Und wir hoffen also, dass darauf die Reaktionen dementsprechend sind. Ja, spitzt den Bleistift, unterstützt gut und sicher.